ich höre gerade, wir sind wieder auf Sendung. Jetzt nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf Okie Talk. Wir grüßen euch live aus Salzburg. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und vielen herzlichen Dank an Klaus, Nelly und das Team von Okie Talk, die sich bei jeder Sendung bis jetzt hier einfach live einschalten und uns hinaustragen in die Welt. Wenn auch der Kreis noch klein ist, also zumindest qualitativ sehr hochwertig. Und es geht ja bei dieser Form der Arbeit, die wir leisten, nicht unbedingt um die Quantität, sondern doch mehr um die Qualität. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Nochmal kurz zur Erinnerung, es liegen grüne Kärtchen auf den Tischen. Wenn ihr also zu den ersten zwei Sprechern und zu den folgenden Sprechern, die jetzt noch folgen, Fragen habt, dann notiert sie einfach auf, weil es einfach ganz wichtig ist, was man sich aufgeschrieben hat, braucht man sich nicht merken und man ist wieder frei für die Konzentration oder die eigene Konzentrationsfähigkeit. Das Ganze wird auch wieder aufgezeichnet auf Hightech, also High-Density Television vom Krypto-TV-Team, vom Roman Michael Reuter, der uns das auch jedes Mal unentgeltlich macht. Und er macht es fantastisch. Weil er genauso mit der Sache verbunden ist, hinter ihr steht, in ihr steht und für sie steht, wie wir alle. Und einer, der schon sehr lange, wir kennen uns schon über 10 Jahre, und der schon sehr lange für Menschlichkeit und menschliche Aspekte steht und ein Menschen, den ich sehr schätze, den möchte ich euch jetzt vorstellen, und das ist der Günther Beham von Wertevoll Leben, der uns einen Vortrag machen wird oder einen Einblick gibt in, sind wir Täter oder sind wir Opfer, sind wir Gestalter oder können wir eh nichts tun. Günther, bitteschön. Ja. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend, der für die Technik da schnell bitten. Ja, wir haben ja heute ein Spezialthema oder ein Kernthema, und das ist das Thema der Bildung. Und was bedeutet Bildung überhaupt? Also ist das Wissensvermittlung? Was heißt Bildung? Also in Bildung steckt ja ein sehr wichtiges Wort drinnen, aus meiner Sicht. Und zwar sind es die ersten 4 Buchstaben. Nicht? Das ist das Bild. Und das ist aus meiner Sicht das zentrale Thema der Bildung überhaupt. Welches Bild habe ich von mir? Welches Bild hast du von dir? Bist du Opfer? Bist du Gestalter? Siehst du dich als das Ebenbild Gottes? Oder glaubst du, dass du der Versager der Nation bist? Welches Bild hast du von dir? Das wird über deine Zukunft entscheiden. Die Situation, wie wir sie heute auf dieser Welt haben, ist daraus entstanden, aus dem Bild, das die Menschen in der Vergangenheit von sich hatten. Also wenn wir wollen, dass sie das System, dass sie das alles verändert, dass das alles besser wird, dann müssen wir das Bild verändern, das wir für uns haben. Das bestehende System ist die Folge der inneren Haltung, die wir Menschen in der Vergangenheit gehabt haben. Also wenn wir wollen, dass die Zukunft eine bessere wird, dann sollten wir an dem Bild arbeiten, das wir von uns haben. Und da ist, glaube ich, wirklich eine der entscheidendsten Fragen überhaupt. Bin ich Gestalter oder bin ich Opfer? Also, wenn ich da so durch die Gesellschaft schaue, also ich glaube, dass inklusive mir selber, dass wir alle immer in unterschiedlichen Bereichen einfach in dieser Opferhaltung sind. Wir fühlen uns als Opfer des Systems, wir fühlen uns als Opfer der Wirtschaft, wir fühlen uns als Opfer der Politik und, und.
Aber ab dem Moment, wo ich mich als Opfer fühle, sage ich auch, na, ich kann nichts ändern, die anderen müssen was ändern. Aber ab dem Moment, wo ich beginne, mich als Gestalter zu erkennen, wo ich vorhin drauf komme, hey, ich kann ja tatsächlich was verändern. Und vor allem in einem ganz wichtigen Bereich kann ich was verändern. Ich kann bei mir beginnen. Und das hat einen gigantischen Vorteil. Du brauchst niemanden um Erlaubnis fragen. Wenn du bei dir beginnen möchtest, dann brauchst du niemanden um Erlaubnis fragen. Du kannst sofort, du kannst dich jetzt entscheiden, bei dir anzufangen. Das kann niemand verhindern. Du brauchst dann nur mit dir selber einig werden. Nicht? Jetzt hat es niemanden. Und da kann jeder kann das sofort anfangen. Ja, und mit der Wertevoll-Leben-Baumschule, zu der werden wir dann nachher noch ein bisschen kommen, beziehungsweise es liegen auf den Tisch so Flyer und dann, da hinten drauf habt ihr auch diese Wertevoll-Leben-Baumschule. Und wenn der eine oder andere jetzt noch nicht so ganz versteht, also im Anschluss wird euch dieses Bild sicher mehr sagen. Aber beschäftigen wir uns vielleicht nur mit ein paar Dinge. Ganz oben drüber steht es so schön, das Regierungsprogramm für mein Leben. Und das ist eine wichtige Sache. Wenn du Regie führen möchtest in deinem Leben, dann wirst du ein Regierungsprogramm für dein Leben haben. Und warum Regierungsprogramm für mein Leben? So viele Menschen möchten immer regieren. Aber meistens einer über den anderen. Und dann haben sie ihr Leben selber nicht im Griff. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll jemand anderen sagen, was er zu tun hat, wenn er sein eigenes Leben nicht einmal im Griff hat? Wie soll das funktionieren? Und vor allem, wenn wir uns die Thematik genauer anschauen, dann werden wir drauf kommen, dass eigentlich jeder nur für sich selber verantwortlich ist. So sehr mir das auch missfällt, was da in der ganzen Regierung und so weiter teilweise passiert, also mir taugt das auch nicht. Aber für mich ist das eine ganz logische Schlussfolgerung. Millionen von Menschen möchten ihre Verantwortung abgeben und die Politiker versuchen irgendwie krampfhaft dem irgendwie ein bisschen gerecht zu werden. Zumindest manche probieren es, ne? Und das kann nie funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Das kann gar nicht gehen. Also das System ist in sich schon einfach eine Völkerkonstruktion. Das geht nicht. Das kann da jeder nur für sich verantwortlich sein. Das kann da jeder nur schauen, dass er in seinem Leben Regie führt. Und da geht es eben wirklich darum, regieren statt reagieren. Ich habe das so schön beobachtet, 2008, wie da so die Wirtschaftskrise war. Anfang 2009 hat diese Wirtschaftskrise dann so richtig durchgeschlagen. Also ich kann mich da noch gut erinnern, ich war im Jänner 2009 war ich, Richtung Stuttgart, also genauer gesagt Richtung Heidelberg unterwegs und da die A6 zwischen Nürnberg und Heilbronn, das ist eine extrem stark befahrene Autobahn, weil da immer so viele LKWs fahren und da waren fast keine LKW unterwegs. Weil fast nichts mehr transportiert worden ist, weil einfach wirklich kurzfristig da eine totale Wirtschaftskrise gewesen ist. Aber was ich so sehr beobachtet habe, dass die Menschen genau das, was diese Wirtschaftskrise verursacht hat, im Anschluss umso mehr gemacht haben. Irgendwas hat es da. Aha, das ist nicht länger, passt schon. Da hat es nichts. Das ist nicht länger. Ja, dass die Menschen genau das, was diese Krise verursacht, umso mehr gemacht haben. Sie sind umso mehr in die Ängste gegangen. Huhu, jetzt müssen wir aufpassen und jetzt müssen wir die Politik noch mehr bekämpfen und vor allem noch mehr in die Gier gegangen. Jetzt müssen wir das Geld noch mehr halten. Ja, das hat ja genau die Wirtschaftskrise verursacht. Das ist ja, wenn ich der Wirtschaft ständig Geld entziehe, das ist dasselbe. Man stellt dir mal vor, du lässt bei deinem Körper jeden Tag ein Achtel Blut ab. Nicht?
entziehst deinem Körper jeden Tag ein 8 Liter Blut. Was passiert dann? Das wirst du nicht ewig aushalten, oder? Ein paar Tage wird schon gehen, aber dann ist es irgendwann einmal gegangen. Und so ist es in der Wirtschaft halt auch. Wenn ich der Wirtschaft ständig durch Geld horten und was auch immer, durch Gier, nicht, sozusagen der Wirtschaft ständig das Blut entziehe, das, was Wirtschaft gestalten soll, dann wird es irgendwann kaputt werden. Von dem einmal abgesehen, dass das Finanzsystem sicher viele andere Verbesserungspotenziale auch noch in sich birgt. Und die nächste Frage, die sich dann stellen würde, brauchen wir überhaupt ein Geld? Aber um das geht es mir heute weniger. Mir geht es wirklich um dieses Thema der Bildung, das Bild, das wir von uns haben. Und da ist, glaube ich, also aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Faktor, dieses Mangeldenken. Also auf dieses Thema werden wir heute ein bisschen intensiver eingehen, weil aus meiner Sicht ist gerade dieses Mangeldenken, das ist so vielleicht eine der größten Geiseln der Menschheit überhaupt. Und da ist einfach wichtig, dass wir immer mehr von diesem Mangeldenken in dieses Bewusstsein der Fülle kommen. Und vor allem, was uns selber betrifft. Ich behaupte, es gibt keinen Menschen, der Schwächen hat. Es gibt keinen Menschen, der Schwächen hat. Wir Menschen haben nur Stärken. Jeder, der da herinnen sitzt, hat nur Stärken. Es sitzt kein einziger herinnen da, der Schwächen hat. Du bist nur nicht für alles zuständig. Und das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, wenn du Dinge tust, die dir schwer von der Hand gehen, wo du aus Sicht anderer immer Fehler machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du ständig Dinge tust, für die du eigentlich nicht verantwortlich bist. Du bist aus einem ganz spezifischen Zweck hier auf dieser Erde. Du hast einen Lebensauftrag, du hast eine Berufung, eine Bestimmung. Und das ist auszufinden. Und dort kannst du deine Stärken dann so richtig ausleben. Also, das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass du selbst in dieses Bewusstsein der Fülle kommst, für dich als Mensch. Und vielleicht noch ganz wichtig, vom Verhalten, ich muss zur Schule gehen, ich muss eine Ausbildung machen, ich muss. Und da kommt eh heute noch einer, der von der Ich-muss-Schule zur Ich-kann-Schule drüber noch spricht, wir haben uns schon kurz ausgetauscht. Und ich habe gesagt, ich war schon immer in der Ich-kann-Schule, weil ich habe nie das da, was ich müssen hätte. Zum Leidwesen natürlich der Lehrer, meiner Eltern und so weiter. Denen hat das nicht so gut gefallen. Ich habe dann das Gymnasium abgebrochen und so weiter. In meinem letzten Gymnasiumsjahr habe ich einen Schulrekord aufgestellt mit dem schlechtesten Notendurchschnitt, den es in der Schule zum Halbjahr jemals gegeben hat. Und ihr werdet es nicht glauben, das habe ich auch meine Buben erzählt. Aber da sind sie noch zur Schule gegangen. Nicht erst nachher, das viel machen. Also ich habe zu meinen Kindern immer gesagt, mir ist das egal, welche Noten ihr nach Hause bringt. Mir ist nur eins wichtig, dass aus euch das wird, wozu Gott euch auf diese Welt geschickt hat. Das ist das Einzige, worum es geht. Herauszufinden, warum ich hier bin. Ja, also von diesem Verhalten, ich muss, sprich auf die Umstände reagieren und Opfer dann ständig reagieren. In Brüssel sagen sie irgendwas und alle reagieren. Das müssen wir bekämpfen. In Wern sagen sie irgendwas, alle reagieren. Das müssen wir bekämpfen. Ich habe für mich 2006 schon entschieden und vorher habe ich mich schon lange damit beschäftigt. Ich habe mich 2006 entschieden, ich beschäftige mich mit diesem bestehenden System nur mehr noch so viel, als wirklich halt sein muss. Weil ich meine, ich fahre halt nur auf der Autobahn nach Salzburg oder was auch immer. Aber ich will mich mit diesem bestehenden System nicht mehr beschäftigen, als wirklich sein muss. Der Rest ist vergeudete Energie. Ich meine, dieses System wird ja sowieso von sich selbst, also in sich implodieren.
und mit jeder Energie, die ich dem System noch gebe und irgendwie damit beschäftige, verzögere ich dieses Implodieren. Nicht beschleunige es, ich verzögere es. Alles, dem wir Energie geben, das wird wachsen. Und das muss uns einmal bewusst sein. Das ist vielleicht nur am Rande. Also wichtig ist, dass man immer mehr in dieses Handeln, ich will in meinem Leben regieren. Ich will darüber Regie führen, ich will entscheiden, wo es lang geht. Oder? Warum soll ich in Feimann oder wie heißt jetzt der zweite, der Spindel ist ja nicht mehr der. Der Mitterlehner, genau, Dankeschön, und der Schelling und so weiter. Ne? Warum soll ich zulassen, dass die in meinem Leben regieren? Oder ist ja wurscht, die Angela Merkel oder die Regierung in Brüssel oder sonst irgendwer. Warum soll ich zulassen, dass die in meinem Leben regieren? Indem ich mich ständig mit ihnen beschäftige. Indem ich ständig auf das, was die tun, reagiere. Also mit mir nicht. Mit mir sicher nicht. Okay. Ja, jetzt mag ich nicht mehr, kannst du mir da was weiterschalten? Das war jetzt zu viel, ja. Also, ich muss ja den Vortrag ein bisschen kürzer halten heute, sonst wird das den Abend sprengen. Aber was mir noch wichtig ist, das ist diese Wertevoll-Leben-Baumschule, wie wir das nennen. Also wir haben keine Baumschule im ursprünglichen Sinn, sondern das ist sozusagen ein Bild, wo ich das einfach darstellen möchte. Und links haben wir diesen Lösungsbaum und links haben wir diesen Problembaum und rechts diesen Lösungsbaum auf der rechten Seite, auf der richtigen Seite. Und jetzt ist in deinem Leben die Frage, womit beschäftigst du dich? Beschäftigst du dich mit den Problemen? Gibst du den Problemen Kraft? Oder beschäftigst du dich mit den Lösungen? Gibst du den Lösungen Kraft? Und da gibt es so ein schönes Beispiel von der Mutter Teresa. Das Mutter Teresa wird wahrscheinlich an jedem ein Begriff sein, davon gehe ich mal aus. Und die Mutter Teresa wurde gefragt, ob sie bereit wäre, bei einer Aktivität gegen den Krieg mitzumachen. Und damals war die Mutter Teresa, damals war sie schon Nobelpreisträgerin, eine bekannte Persönlichkeit, weltweit bekannt, und wäre natürlich eine attraktive Frau gewesen, sowas zu unterstützen. Und dann sagt diese weise alte Dame, damals schon gute 80 Jahre, sagt die weise alte Dame, nein, für sowas habe ich keine Zeit. Aber solltet ihr mal was für den Frieden tun, weil dann bin ich sofort dabei. Also, im umgekehrten Sinne, wenn du die bestehende Regierung bekämpfen willst, dann habe ich keine Zeit. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir neue Formen des Zusammenlebens gestalten können, wie wir diese Sache komplett erneuern können, wie wir ins Regieren kommen können, ja, da bin ich sofort dabei. Da hast du mich sofort, da hast du all meine Unterstützer. Aber ich beschäftige mich sicher nicht mehr mit dem, was die in Wien beschließen. Weil das mich in Wahrheit wirklich nur peripher tangiert. Oder hinten vorbeigeht, kann ich mal sagen. Und ich möchte, weil da auch steht, Angst, Finsternis, Licht, Liebe. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, dann kannst du einen Versuch starten. Wenn du reingehst ins Vorhaus und es ist Stockfenster, dann gehst du mal rein und beschwerst dich mal so richtig über die Finsternis. Und schaust du mal, was sie tut. Und wenn das auch noch nicht hilft, dann kannst du immerhin, dann kannst du noch hergehen und du kannst das einmal so richtig beschimpfen, die Finsternis. Wenn du aus deiner Kreativität komplette Freiheit gegeben, wie du diese Finsternis beschimpfen möchtest. Und dann schaust du wieder, was sie da hat. Oder du kannst einmal da umfuchteln und was weiß ich, oder dann gehst du zum Nachbarn, erzählst dann, wie finster das ist. Und da wird der Nachbar so, bei mir ist noch weit finsterer. Komm mal zu mir, da ist noch finsterer. Und so rennen die Menschen permanent durch das schöne Land und
beschweren sich darüber, wie finster das ist überall. Ja, aber bei mir ist es noch finsterer. Das ist schon fast ein Wettlauf teilweise. Wer die finstersten Dinge erlebt und zu wem der Chef oder wer auch immer am schlimmsten war und, und. Und ändert sich dann was an der Finsternis? Und kannst du wirklich ausprobieren heute. Also, ich würde das tatsächlich einmal versuchen. Aber du kannst eines machen. Du kannst eines tun. Und dann garantiere ich, dass die Finsternis weg. Und das wäre? Siehst du, so einfach ist das. Bei uns in Brambachkirchen, ich wohne in Oberösterreich, also in Deutschland sage ich immer, ich bin das Höchste, was ein Österreicher werden kann, ein Oberösterreicher, ne? Das darf man ja in Salzburg nicht sagen. Ne? Und also bei uns in Brambachkirchen ist es so, wir haben auch keinen Finsternis-Ausschalter. Keinen Finsternis-Ausschalter. Oder hast du einen Finsternis-Ausschalter zu Hause? Nein, du hast nur einen Lichtanschalter, also einen Lichtschalter hast du zu Hause. Also es gibt nur die Möglichkeit des Lichtaufdrehens. Und du kannst die Energie der Finsternis nicht einmal messen. Weil die Finsternis ist nur eines. Sie ist Mangel an Licht. Du kannst die Schwäche des Lichtes kannst du messen. Du kannst sagen, okay, jetzt ist so und so viel Licht verschwunden. Oder wir haben nur immer noch so und so viel Licht. Aber du kannst nie die Stärke der Finsternis messen, weil sie keine Energie hat. Das heißt, wir beschäftigen uns mit einer Sache, die es in Wahrheit eigentlich nicht gibt, sondern nur ein Mangel dessen ist, nämlich ein Mangel an Licht. Und das ist einfach das, worum es mir geht. Ich will die Menschen ermutigen, inspirieren, das Licht aufzudrehen. Und zwar zuerst einmal in sich selber. Und wenn es in dir zu leuchten beginnt, und du wirklich zu einem Licht geworden bist, weil du herausgefunden hast, wer du wirklich bist, wie einzigartig du bist, wie begabt du bist, wie ausgestattet du bist mit ganz spezifischen Gaben, Fähigkeiten und Talenten, die du zum Nutze anderer Menschen, zum Licht aufdrehen einsetzen und benutzen kannst. Und wenn nur wir auf einmal alle leuchten, was glaubst du, dass sich da draußen geändert hat? Und wenn du nur einmal im Monat einen dann auch dazu begeistern kannst, sich nicht mehr mit dem zu beschäftigen, was nicht passt, sondern zum Gestalter zu werden und sich die Frage zu stellen, was kann denn ich beitragen, damit es besser wird? Wo kann denn ich mein Licht erstrahlen lassen? Wo ist das, wo ich einen Nutzen bringen kann? Wo ich dafür sorgen kann, dass meinem Umfeld, dass in der Welt einfach wieder ein bisschen heller wird. Und wenn du im Monat einen nur begeistern kannst, und jeder von uns würde das tun, dann kannst du das einmal ausrechnen, dann hätten wir jedes Monat eine Verdoppelung. Jedes Monat hätten wir eine Verdoppelung von Menschen, die beginnen, das Licht aufzudrehen. Und dann kannst du jetzt wurscht sein, was die in Wien, in Brüssel oder in Berlin oder wo auch immer tun. Dann kannst du es egal sein, wenn wir einfach das Licht aufdrehen. Und jedes Monat einer wird es um einen mehr, aber nicht durch mich. Und durch dich und durch dich und durch dich. Und stell dir vor, das kannst du ausrechnen, in circa 2,5, knapp 3 Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das da herinnen sind, nicht, wenn wir eine Verdoppelung machen würden, hätten wir in circa 2,5 Jahren, hätten wir die ganze Welt erreicht. Wenn jeder jedes Monat einen erreicht und inspiriert und ermutigt zum Licht aufdrehen, hätten wir in 2,5 Jahren hätte sich die gesamte Welt verändert. So einfach war es. Weil jeder kennt ja dieses Prinzip, nicht? Wie der Chines, der das Schachbrett erfunden hat und für den Kaiser, und wie der Kaiser gesagt hat, nicht, du kriegst jetzt natürlich eine tolle Belohnung, was möchtest du denn? Ich bin ganz bescheiden, du legst mir auf das erste Schachfeld legst mir ein Reiskorn und pro Schachfeld verdoppelst du es. Und der Kaiser hat gesagt, ja, das ist so ein bescheidenes Geschenk. Nicht? Und dann, wie es fertig war, ist er draufgekommen, nicht? Weil der hat, was er sieht, wie viel 1000 Kilo Reis gekriegt.
Oder mehr, ja, das siehst du, haben wir einen Experten. Mehr als die Reisenden in der Welt. Nicht? Und die 8 Milliarden, die sind dann schnell beieinander, weil wenn es einmal 500 Millionen sind, sind es verdoppelt eine Milliarde, nicht? Und dann sind es 2 Milliarden und dann haben wir nur 2-3 Monate und dann ist das Thema gegessen. Also es ging so einfach, aber ich möchte nur ganz kurz, haben wir noch so viel Zeit, ich möchte ganz kurz auf das eingehen, was uns so sehr daran hindert, dieses Licht aufdrehen. Und das ist, nächste Folie bitte, und da haben wir da oben diese Baumschule, worauf konzentriere ich in meinem Leben, bin ich gegen etwas, um Probleme zu verhindern. Und das ist das, was sehr, sehr viele tun. Ich war zum Beispiel ich habe immer dafür gesorgt, ich war ursprünglich Tischler, habe eine Tischlerei gehabt und ich wollte unbedingt den Misserfolg verhindern. Das war mein Anliegen, das war mir ganz wichtig. Und perfekt ist eingetroffen. Weil ist ja klar, wenn ich Energie gebe, das geschieht. Das ist ja ganz logisch. Warum passiert immer den Menschen am meisten, die das meiste befürchten, die das über verhindern wollen? Denen passiert am meisten. Pass auf! Nicht, damit da nichts passiert. Die Eltern schauen zu den Kindern. Ja, den Kindern passiert am meisten, wo die Eltern die mehr Angst haben. Und jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, was bewirken wir damit, wenn wir ständig das bestehende System bekämpfen? Und die Antwort darf sich jeder selber geben. Beziehungsweise bin ich für etwas, um Lösungen zu entwickeln. Und da haben wir in der ersten Zeilung, ich befürchte, schaue auf, und da haben wir dieses Mangeldenken. Und auf das möchte ich nur kurz eingehen und dann übergebe ich das Wort. Dieses Mangeldenken ist aus meiner Sicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist wirklich aus meiner Sicht die größte Geißel der Menschheit. Und zwar fängt das Mangeldenken bei uns schon in der Kindheit an. Also Kindheit im Babyalter. Wird uns das schon in die Wiege hineingelegt. Jetzt kommt also ein Baby auf die Welt. Also ich bin heuer Großonkel geworden, meine Nichte hat also ein kleines Baby gekriegt und wenn so ein kleines Baby auf die Welt kommt, da kommt niemand auf die Idee, dass diesem Baby etwas fehlen könnte, oder? Jeder schaut eine in den Kinderwagen und alles ist aber so lieb und alles ist perfekt. Alles ist eitle Wonne. Ne? Oder? Läuft das so. Und dann geht's los. Dann geht's los. Dann kriegt das Baby, wenn es ein bisschen Blaschi tut, nicht, dann kriegt es schon mehr Zuwendung. Wenn es die ersten Worte sagt, kriegt es mehr Zuwendung. Wenn es die ersten Schritte macht, kriegt es mehr Zuwendung. Was lernt das Kind sofort? Wenn ich etwas leiste, dann kriege ich mehr Aufmerksamkeit. Ganz einfach. Nein, und dann geht's schon los. Die Mama ist in der Krabbelstube. Ja, der meine kann schon Mama und Papa sagen, der deine nur Papa oder Mama. Ne? Der meine, der kann schon laufen, der deine nur krabbeln. Ne? Und dann werden sie ein bisschen öder. Ne? Und dann kommt die Tante Mietze, ne? Und fragt, ja, Kali, was willst denn du einmal werden? Ne? Also du bist noch nichts, du musst was werden. Ja, so fängt es ja an. Also es ist ein Volksverbrechen, ein Kind zu fragen, was willst du einmal werden? Ein Kind ist schon alles, das kann nichts werden. Ein Kind kann nur entdecken, was es schon ist. Es kann nichts werden, es kann nur herausfinden, was da drinnen schon besonglegt ist. Genauso wie so eine Eiche hat das Potenzial einer tausendjährigen Eiche schon drinnen. Das kann nichts werden. Das ist nur eine Entwicklung der Zeit. Das Potenzial für die tausendjährige Eiche ist da schon drin. Und genauso ist in einem Kind schon alles drin, wenn sich die Eizelle der Mama mit dem Samen des Papas trifft, dann ist alles schon geschehen. Es kann nichts mehr werden. Und so geht es dann weiter, dann kommen wir in die Schule, ne? Und der kleine Franzi macht die Hausaufgabe, die erste Hausaufgabe, bemüht sie, hängt sie ein, tut, was er nur kann, und dann geht er in die Schule, und was macht die Lehrerin? Sie sagt ihm alles, was er nicht kann. Ich meine, das ist Gott sei Dank teilweise schon in vielen Bereichen besser geworden, aber dort, wo ich nicht genüge, nicht? Dort, wo ich noch was falsch gemacht habe, anstatt herzugehen und zu sagen, hey, schau her, das hast du schon richtig gemacht, das hast du schon richtig gemacht, das hast du auch schon richtig gemacht, und die paar Sachen, die kriegen wir auch noch in den Griff.
Das wird ein ganz anderes Thema, oder? Und so geht es die ganze Zeit weiter und unser Leben lang wird uns Mangel vermittelt, dass wir Zwänge sind. Wir genügen nicht. Es wird uns ständig in irgendeiner Form wird uns das beigebracht. Und dieses innere Gefühl, also das ist auch so eine Sache, wer nie zu weit geht, weiß nie, wie weit er gehen kann. Ich weiß jetzt, wie weit er gehen kann. Ich bin schon zu weit gegangen. Und dieses Mangeldenken, nicht? Das versuchen wir dann permanent im Außen irgendwie zu kompensieren. Und das hat fatale Auswirkungen. Die ganzen Probleme der heutigen Gesellschaft sind aus meiner Sicht nur Auswüchse dessen, dass immer mehr Menschen versuchen, im Außen das zu kompensieren, was da drinnen abgeht. Nämlich dieses Denken, ich bin zu wenig, wo versuchen wir in irgendeiner Form im Außen zu kompensieren. Und das ordnet dann aus in Habgier, in Machtgier, was auch immer, in Konsumwahn, in Extremsport. Nicht, dann braucht man einen Kick, nicht, damit wir uns spüren. Nicht, weil sonst spüren wir uns ja nicht mehr, wenn wir nicht einen Kick haben. Und dann ist das Spüren vorbei und dann brauchen wir den nächsten Kick. Und der muss aber nur ein bisschen extremer sein. In Süchte und. Die ganze Ursache für Machtwahn etc., das ist aus meiner Sicht alles in dem begraben, dass Menschen permanent versuchen, im Außen das zu kompensieren, was ihnen da drinnen abgeht. Und das, wovon du auch gesprochen hast, war der innere Friede, der dann einfach nicht da ist, der dann einfach fehlt. Und das versuchen wir irgendwie im Außen zu kompensieren. Und das funktioniert nicht. Du kannst nicht im Außen das kompensieren, was da drinnen fehlt. Also wenn wir wollen, dass die Welt sich verändert, dann müssen wir den Menschen helfen, dass sie erkennen, dass sie eh schon alles sind, dass sie genügen, dass sie Fülle sind. Fülle, Wohlstand. Dass ich mich in einem Stand, in dem ich mich wohlfühle, zu befinden. Das ist Wohlstand. Wohlstand hat nur sehr begrenzt was mit finanziellen Reichtum zu tun. Wohlstand ist ein Stand, in dem ich mich wohlfühle. Und ab dem Moment, wo ich mich wohlfühle in meiner Haut, dann habe ich alles gewonnen. Und dann kann ich auch beginnen, mir das im Außen zu gestalten, weil sonst der Milliardär hat immer noch zu wenig Geld. Ist ja klar, weil er hat immer nur das Gefühl, dass es Zwang ist, weil er versucht mit Geld das zu kompensieren, was da drin abgeht. Der Diktator hat immer noch zu wenig Macht. Der eine hat immer noch zu wenig konsumiert und er braucht das nur und was auch immer noch ist. Es fehlt ihm etwas. Und dann versucht uns natürlich auch die ganze Werbung, die ganzen Medien versuchen uns auch immer noch einzureden, dass wir zu wenig haben und dass wir zu wenig schön und zu wenig gescheit und zu wenig was auch immer sind. Und dass das Auto zu klein ist und das Haus ist zu wenig schön und der Urlaub ist zu wenig weit und es ist immer zu wenig. Und solange es immer zu wenig ist, können wir im Außen versuchen, was wir wollen. Das wird nicht wirklich was ändern. Und das ist diese Krux. Solange wir versuchen, das System zu korrigieren, sind wir in der Opferhaltung. Wir haben nicht erkannt, dass die Veränderung in uns beginnt. Und sonst gar nichts. Und da dürfen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist das, was ich an jeden wünsche. Ich glaube, ich habe eh überzogen. Maßlos, ich bin schon wieder zu weit gegangen. Das ist das, was ich uns wirklich alle wünsche. Dass wir diesen Mut haben, wirklich diesen Mut haben, weil das erfordert den meisten Mut, den es überhaupt braucht, wirklich bei sich anzufangen. Und nicht mehr zu schauen im Außen, was sich alles verändern soll, sondern wirklich bei sich zu beginnen. Diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, und wer bin ich und was ist da in mir? Was kann ich verändern, was kann ich beitragen und wo habe ich die Fähigkeit und diese einzigartige Gabe, wirklich einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu erbringen. Dankeschön.